Ja, ich glaube, dass du hast einen guten Punkt angesprochen, dass das einfach für viele eine gewisse Lernerfahrung einfach mit sich bringt, wo man einfach für sich selber feststellen muss und herausfinden muss, wie viel geht, was ist zu viel und wie möchte ich es denn eigentlich haben. Und ich möchte da erinnern an unser Shutdown Journal zum Beispiel, wo man einfach die Gelegenheit hat zu sagen, warum ist das heute gut gelaufen, ja, oder was möchte ich morgen anders machen und auch wofür bin ich dankbar, um einfach sich dieser Punkte bewusst zu werden und einfach diese Punkte so klar zu haben, dass man sagt, ja, und drum möchte ich um 5:30 zum Arbeiten aufhören, weil das einfach für mich wichtig ist, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ich bin eh voll und 100% da für die Arbeit dazwischen. Und eben auch vielleicht so ein Bereich wie diese Mittagspause, was du erwähnt hast, bin ich eben geistig zum Beispiel nicht da. Weil ich habe schon, glaube ich, öfters erwähnt, diese Möglichkeit zum Beispiel, du kommst am Abend raus aus der Arbeit, gehst nochmal eine Runde spazieren etc. und hast dort den riesen Durchbruch eigentlich gedanklich, an dem du den halben Nachmittag lang gefeilt hast, aber dort keinen Fortschritt gemacht hast. Und ich glaube, dasselbe ist auch möglich über die Mittagspause. Einfach weil du dich vom Thema ein bisschen distanzierst. Unbewusste Prozesse laufen sowieso weiter im Hirn ab, das wissen wir. Und dann auf einmal kommt die Lösung quasi wie von alleine und ist auf einmal plötzlich da, ohne dass du jetzt dir das Hirn drüber zermartert hast. Und vom Effizienzgedanken her ist das ja natürlich dreimal besser, dort mal einen Schlussstrich zu ziehen, sagen, okay, Schluss, ich entspanne mich mal über Essen, über Kochen, über Spazierengehen, über mein Hobby, was auch immer. Und dann kommt es eh von ganz von alleine. Oder vielleicht am nächsten Tag oder wie auch immer. Und dann kann ich es und muss es nicht rausprügeln, sozusagen aus mir selber. Das ist ja mein Punkt. Und ich glaube, auch da ist eben diese Wertschätzung, die man sich selber gegenüber bringt und gibt, so wichtig.